Und schon wieder bin ich ein bisschen aufgeregt. Schon wieder. Warum? Wir fahren heute nach Frankreich. Das wird schön. Frankreich waren wir noch überhaupt nicht. Und Frankreich zeichnet sich für mich dadurch aus, dass ich kann überhaupt kein Französisch. Ich hatte nur 5 Minus in der Schule. Kuss an Frau Clément. Ja, und da frage ich mich natürlich, wenn wir da hinfahren, gibt es da Charger? Also ich weiß, in der Nähe gibt es sogar einen Supercharger. Aber was mit den französischen Chargern zum Beispiel? Steht da alles auf Französisch drauf? Ja, die sind ja nicht so, dass sie sagen, hier, wir sprechen grundsätzlich Englisch. Die sind ja eher so, nee, erstmal mit Französisch gesprochen. Was ich nicht kann, kann ich den Charger bedienen? Geht es überhaupt? Was passiert da? Aufregend. Guckt euch mal die Strecke an. Es geht hier Gießen und so weiter. Er will hier laden, obwohl die Gesamtstrecke 365 Kilometer nur sind. Ja, und ich habe wirklich aus Versehen, ich habe den Regler zu hoch gezogen, auf 100% geladen. Da sagt er 502 Kilometer Reichweite. Aber für die 360 Kilometer möchte er gern nochmal 10 Minuten laden in Wörstadt. Seltsam. Naja, wir gucken mal, was passiert. Und er konditioniert jetzt schon vor. Das ist immer das Beste. 140 Kilometer vom Ziel. Klar, so kriege ich die Batterie klein und dann muss ich auch nochmal laden. Also ich werde den Charger jetzt erstmal rausnehmen. Und dann fahren wir mal locker los. Eins habe ich noch vergessen. Willkommen zu unserem neuen Video bei Erleuchtet, Freunde. Ich mag euch. Kommt mit auf die große Tour nach Frankreich. Jo, 200 Kilometer sind wir gefahren. Wir sind noch gar nicht in Frankreich. Aber ich muss mal wieder eine Sache sagen. 380 Kilometer ist die Strecke. Und er zeigt hier auf dem Bildschirm an, dass wir im Hotel ankommen mit 2%. Ja, wir kommen mit 2% an. Das bedeutet, ich fahre mal kurz von Gießen nach Nancy, so spricht man es glaube ich aus, in einem Zug ohne Laden. Das machen wir natürlich nicht. Und ach übrigens, ja, ich bin ja hier auch die ganze Zeit 130, 150. Ich habe hier nicht mit 90 rechte Seite. Nee. Bin schön durchgezogen. Und ich habe mich letzte Woche mit einem unterhalten, der hat ein Audi Elektro. Da hat er gesagt, ja Mensch, und dann waren wir im Urlaub, 200 Kilometer laden oder irgend so ein Horrorszenario, ja. Und dann hatte der teilweise einen Verbrauch von 38, hat er erzählt. Ich war nicht dabei, ich sage es jetzt nur einfach mal so. Und dann denke ich, Mensch, wir fahren hier 400 Kilometer, ziehen wir hier mal easy weg, so wie wir Bock drauf haben zu fahren und können in einem Stück das alles zurücklegen, wenn wir wollen. So geil, oder? Sag doch mal. Also das ist doch wirklich top. So, wir wollen aber noch mal laden, weil ich nämlich nicht mit 2% vom Hotel stehen will. Und jetzt gucken wir mal eben, was wir hier im Angebot haben. Und wir wollen in Frankreich laden. Ah, yeah, lecker, lecker, lecker. Metz. Und ich weiß, dass man es Metz ausspricht, im Gegensatz zu anderen Sachen. Den fahren wir mal an. Und ich vermute, ich weiß es nicht, aber wir hatten ja den Pizza-Automat, als wir in die Alpen gefahren sind. Ich könnte mir vorstellen, es gibt einen Croissant-Automat da. Nein, natürlich gibt es keinen Croissant-Automat, weil Pizza ist ja nicht typisch deutsch, den vermutet man ja eher in Italien. Deswegen kann es eigentlich in Frankreich auch keinen Croissant-Automat geben. Ich glaube, es ist eher so eine Rotation drin, dass wir in Deutschland so ein bisschen den Pizza-Automat haben, der eigentlich nach Italien gehört. In Italien ist das der Croissant-Automat. Und jetzt kommt's. Ich vermute, in Frankreich, in Metz, ist der Currywurst-Automat. Ja, hier sind wir zwei Hübschen. Verdammt, sehen wir gut aus, oder? Also, angekommen in Metz. Entschuldigung, Leute, es muss jetzt mal raus. Am Supercharger. Und der haut sich richtig schönes, saftige 180 kW gerade rein und sagt, ja klar, könnt ihr weiterfahren. Abfahrt in Urlaub. Weg hier. Aber ich sag mal, ne. Wir laden hier noch ein bisschen, wir haben 22% und ich bin immer wieder aufs Neue beeindruckt, wie schnell der hier reinpumpt. Gerade mit 12% hier angekommen, vor 5 Minuten oder so, und hat jetzt 23. Heftig, heftig, heftig. So, und ich wollte euch noch eine Sache zeigen. Wir fahren ja in dieses Nancy, ich weiß nicht, wie heißt, ich kann kein Französisch, nimm's mir nicht übel. Ich drücke mal hier hin und sage, zeig mir mal alle Supercharger. Und da habe ich jetzt mal richtig geguckt, oder? Nicht so wie in Italien, als wir nichts hatten. Nee. Heute haben wir zwei fette Charger außerhalb der Stadt. Wir sind aber mitten in der Stadt im Hotel und ich werde auf jeden Fall auch nochmal einen Supercharger suchen. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass wir noch einen Supercharger suchen. Natürlich machen wir das nicht, sondern einen normalen Charger suchen wir. Und ich habe ein bisschen nachgelesen. Diesmal besser vorbereitet als in Italien. Also hier in Nordfrankreich, Nordfrankreich sieht super aus mit Chargern. Auch in Supermärkten, da stand lustigerweise hier Lidl. Ja, bei Lidl gibt es kostenlose Charger, so wie wir das in Deutschland hatten, vor einem Jahr noch.
mal gucken. Also hier hinten ist sogar ein Lidl. Ich zeig's euch mal. Einfach in Frankreich ein Lidl, also sowas. Was machen die denn hier? Ja, und ENBW ist hier auch groß vertreten. Ich würde auf jeden Fall mal, wenn wir in Nancy sind, mal so einen lokalen Charger suchen. Also das interessiert mich sehr, ob ich da mit dem deutschen Zugang reinkomme und so weiter und so fort. Und wenn nicht, sind wir ja safe mit den Superchargern. So, jetzt geht's gleich weiter. Ab zum Prosecco und zum Wein. Mal gucken, vielleicht auch was essen in Frankreich. Ich bin aber unsicher, ob die hier gutes Essen macht. Ich weiß es nicht. Was meinst du? Ganz gewiss machen die gutes Essen. Mal eine Pommes essen. Ja. Ich freue mich auf den Wein. Alles klar, wir sehen uns. Ja, heute großer Charger-Test. Und ich zeige euch mal was. Da sind wir eben reingefahren. Also wirklich, hätte ich mich normalerweise nie getraut, steht irgendwas mit Hotel und so. Hier nochmal eine Schranke, aber wir sind reingefahren, da hinten ein kleines, hutzeliges Hotel. Und dann hier die dicken Knüppel. 150 kW, BUMP, Bump, ja. Also ich glaube, man spricht es auch Bump aus, okay, ich weiß es nicht. Es ist egal, ich spreche jetzt mal alles so aus, wie es ist. Und was die toll gemacht haben, die haben auf die Straße nochmal drauf gemalt, wie stark die sind, die Lader hier. Die Spur ist für 150, 150 und wir stehen gerade so auf dem 100, auf dem 22er rum. Also wird hier alles angeboten. Mitten in Nancy, oder? Nancy? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Vielleicht können Sie es mir mal erklären. Ich frage auch noch mal irgendjemanden. Aber heute geht es hier um die Charger und da sehe ich diese Station, ich zeige es euch mal, ganz sanft und schön gemacht. Guckt mal hier. Ich kann direkt drücken auf Sprache. Ich gehe rein, Deutsch, kann den Anschluss auswählen. Alles easy peasy. Tja, und wie ihr an der Einblendung sehen könnt, habe mal einen kleinen Screenshot von Google Maps gemacht. Da sehen wir auch, also gibt es jede Menge zu laden mittendrin. Und wir erinnern uns, wir haben ja noch als Reserve, außen um den Ring rum zweimal Supercharger von Tesla. Super volle Power. Also hier kann man hinfahren. Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, wenn man hier so viel laden kann, so viele Stationen, also wir fahren gleich nochmal zwei, drei andere an. Mal gucken, nicht, dass das alles so Blender sind, wie das in Italien war, wo dann ja, überall Charger standen, aber die waren kaputt und so weiter. Kann ich jetzt hier nicht bestätigen, ganz im Gegenteil, Bombe. Bombe, Preis weiß ich jetzt nicht, aber sonst Bombe. Wir fahren nochmal ein paar an und gucken nochmal weiter. Ja, um meinen Gedanken mal fortzusetzen, also wenn es hier so schön ist, in dieser Stadt, dann wird es auch in der nächsten Stadt in Frankreich nicht anders sein und auch nicht in der übernächsten. Also hier sind wir einfach voll drin, kann man völlig entspannt hinfahren nach Frankreich, zumindest nach Nordfrankreich. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es in Brest ist oder kurz vor der Grenze nach Spanien. Aber ich finde es sehr schön. Und wir werden jetzt mal einen zweiten und einen dritten Charger anfahren. Mal gucken, ob das hier Blender sind oder ob es wirklich überall so toll ist. Junge, wo sind wir hier? Mitten im Parkhaus. Müssen wir jetzt wieder Gebühr bezahlen? Na gut, das kennen wir ja aus der Schweiz. Seht ihr irgendwo einen Charger? Da, 30 Minuten gratis. 30 Minuten gratis parken? Ah, gratis, da stehe ich drauf. Ticket? Hallo. Oh, es spricht. Na ja dann. Doch, da hinten. Charger. Guckt es euch an. Oder ist das irgendwas? Irgendwas mit Taxi? Keine Ahnung. Uiuiui, wir sind wieder weg. Also das Schild haben wir dann mal übersetzt mit Google Übersetzer. Da waren wirklich Ladestationen und da stand aber nur für Taxis. Also sind wir jetzt unterwegs und holen uns unsere Taxilizenz und dann fahren wir wieder zurück. Nein, wir fahren jetzt mal ganz woanders hin und da steht Public Ladestation irgendwie so ein bisschen abenteuerlich. Den würde ich mir auch nochmal angucken. Guck mal da vorne. Freunde, guck mal, wir stehen vor einem verrammelten Tor. Schon wieder eine Schranke und es ist irgendwie wieder ein Parkhaus. Das ist dieser Public Charger. Ticket bitte, mal gucken, ob jetzt das Ding aufgeht. Ach ja. Und was mit dem Tor? Na? Wow, hier guckt euch das. Das ist ja Public Garage. Das ist wirklich ein bisschen abenteuerlich, ist das alles schon. Ich wäre in meinem Leben vorher nicht irgendwo hier reingefahren.
Aber wir wollen das wissen. Guck mal, wie eng das da vorne wird. Da kommst du doch gar nicht durch. Brutal eng. Oh, hier mit Curbs. Ich muss wie in der Formel 1 über die Curbs. Ach du Schande. Ja, also Freunde, ich sag mal, boah, seht ihr mich? Es ist draußen sehr hell. Wir haben ihn gefunden hier. Dritte Etage in einem ultra engen Parkhaus. Und hier steht tatsächlich, ich meine, hier steht Tesla. Oh ja, ja, ja. Er macht gleich Auge. Sehr schön. Hier hinten, ganz im Dunkeln, im letzten Eckchen hier. Ich mach mich mal mit drauf. Im letzten Eckchen brennen zwei kleine Birnchen. Boah. Public. Steht hier Public Station. Tja, aber es ist echt arg dunkel. Ich gehe mal ins Licht ein wenig und möchte festhalten, diese Station lädt mit 22, also das ist so ein Dauerläufer, wenn man hier einfach wahrscheinlich mal 24 Stunden im Hotel bleibt. Irgend sowas, ich weiß es nicht, aber schon fast ein bisschen beängstigend. Jo, also ich würde mal sagen, so als Zwischenstand hier oder als Charterstand würde ich mal festhalten, also ist doch nicht alles Gold, was glänzt hier in Frankreich, aber ist ja in Deutschland auch so, wenn wir da 20 Stationen haben. Sind ja jetzt nicht 20 Volltreffer dabei, dann groovt man sich so ein bisschen ein. Und diese erste, die wir hatten, diese Bump, die war schon echt, das war schon super, super. Und es gibt hier auch welche, habe ich gesehen, die fahren wir jetzt mal nicht an, die einfach einen ENBW-Zugang haben. Das ist ja das Beste, direkt eingeloggt und los geht's. Ja, also mal so Ladefazit. Also hier steige ich gleich wieder ins Auto rein, hier habe ich fast ein bisschen Angst, ja, dass die Messerstecher um die Ecke kommen. Aber so mal an sich, also Laden kriegt man hier schon hin. Ja. Ha. So, und jetzt gehe ich Rotwein trinken. Ha. Kleiner Nachklapp. Jetzt sind wir in dem Parkhaus, in dem wir immer parken, also neben dem Hotel. Was haben wir hier Feines? Ein Charger. So, sind wir gestern rumgegondelt. Und dabei ist das Gute doch so nah. Und wenn ich hier drauf gehe, also hier steht viel Französisch, was ich nicht kann. Ich glaube, ich weiß jetzt, dass es nicht Nancy heißt, sondern Nancy oder so. Aber ich kann hier schön den QR-Code abscannen. Und komme dann auf eine Internetseite und das ist hier so ein, dieser, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Icivia. Das ist aber hier so ein Anbieter, den man überall findet, also quasi unser deutsches ENBW. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ENBW auch drauf geht, habe ich jetzt nicht probiert. Was ich aber weiß, ist, dass ich hier ganz gechillt laden könnte, mitten in unserem Parkhaus. Und jetzt gehe ich noch mal einen Stock höher. Bin mal gespannt, ob auch auf Ebene 2, 3 und so weiter Charger zu finden sind. Tja, zweiter Stock, liebe Freunde. Nochmal. Und da steht ja einer von uns. Wow. Also, es geht so weiter. Oh Mann, jetzt bin ich hier durchs halbe Stadt gefahren. Aber schön. So, jetzt habe ich sie aber erwischt. Auf dem Dach gibt es keine Charger. Dafür aber den schönen Blick. Da will ich euch noch einmal kurz mitnehmen, auch wenn das eigentlich mit dem Kanal nichts zu tun hat. Schon Hammer hier. Wow. Also Nancy, wirklich eine Reise wert. Ja, ja. Mach's gut, du schönes Frankreich. Jetzt fahren wir nach Hause, 380 Kilometer, wieder den Weg zurück. Und mal alle Nicht-Tesla- oder Elektroautofahrer, schaut euch mal an, wie wir losfahren hier, die große Reise angehen. 71% Akku. Ja, er zeigt auch schon irgendwo an, dass wir 10 Minuten laden müssen. Ciao. So sei es. Macht euch nicht verrückt. Kauft euch ein Elektroauto. Fahrt einfach so, wie ihr wollt. Freie Schnauze. Und wenn wir hier jetzt 50% Akku gehabt hätten, da hätte ich vor einem Jahr mir noch total in die Hose gemacht und hätte hier verzweifelt irgendwo Charger gesucht. Müssen wir ja gar nicht. Es gibt ja genügend, aber ich habe sie gar nicht genutzt, weil es mir egal ist, wenn da 70% stehen. Na und? Also hier sind überall Supercharger. Es wird nur die Reise etwas verlängern. Vielleicht müssten wir dann 20 Minuten irgendwo stehen, die wir sonst nicht hätten, wenn ich jetzt hier auf 90% wäre. Aber esse ich halt ein Baguette mehr. Eine Quiche Lorraine mehr. Ja, also man muss sich das wirklich, wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, weil immer diese Reichweitenangst und das ganze Zeug, was wir hören. Wir fahren hier los mit 70%, gerade losgefahren. 70% Akku. Wir fahren eine Strecke von fast 400 Kilometern. Und das Einzige, was das Auto will, ist irgendwo 100 Kilometer vorm Ende 10 Minuten laden. 10 Minuten. Tja. Also, ja. Boah, da habe ich aber Reichweitenangst jetzt. Huiuiui, da müssen wir mal einen ganzen Tag laden. Was machen wir denn dann? Holla, holla, holla. Also, nee, ihr merkt's. Also,
Es ist alles so dermaßen kein Problem. Okay, wir sind zu zweit unterwegs hier. Keine Kinder, niemand schläft, gar nichts. Aber wir waren hier eben schon, also wir rollen halt so entspannt durch Frankreich mit 110, also 130 sind eigentlich erlaubt. Teilweise ist es auch 110, so im Tempomat. Und was ständig passiert ist beim Tester, also jedenfalls mir, dass ich mal beim Spurwechsel zu spät den Blinker setze oder dies und das oder ich mache Tempomat an, wie jetzt, und wieder aus. Und es sind ja doch wirklich laute Signaltöne oder laute Warntöne. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir den Joey-Mode anmachen. Mit oder ohne Kinder. Da geht man einfach in Sicherheit rein und drückt hier auf Joey-Modus. Und was passiert jetzt? Die Töne, diese... Ah, ganz leise, ja. Habt ihr überhaupt noch was gehört? Ich habe gerade das Tempomat... Ja, und an und aus. Also es ist ganz gedämpft und leise. Man hört es aber trotzdem auch, vor allem wenn wir hier gechillt mit zwei Erwachsenen in aller Ruhe im Auto sitzen. Wir wollen keinen Herzinfarkt mehr haben. Wir fahren jetzt hier im Joey-Mode für Erwachsene weiter. Und ich glaube, ich lasse den einfach dauerhaft an. Zurück in Deutschland. Wie schön. Ja, und jetzt haben wir uns überlegt, Wörstadt laden. Ja, kann man machen. Steht da 9%. Pff, wenn wir jetzt schneller fahren, reicht es vielleicht nicht. Suchen wir uns da mal einen anderen Charger. Jetzt hier zwischen Saarbrücken und Frankfurt. Und was sehen wir? Wir haben da Kaiserslautern. Und dann war es das auch schon. Hier, da, guck mal, was da los ist, Leute. Heidelberg, Frankfurt. Aber man muss echt sagen, das liebe Saarland, das ist dünn. Saarland ist irgendwie nichts zu holen. Wir haben hier einmal, also hier ist gar nichts eigentlich, kann man sagen. Wir haben Metz und dann haben wir wieder Kaiserslautern. Und that's it. Joa, also wir sind in Wörstadt angekommen. Ich muss sagen, es ist mal wieder typisch. Wir haben heute Feiertag. Alle Charger belegt. Genauso wie ich es letzte Woche wieder von einem Freund gehört habe. Da kann man ja nirgendwo laden. Ja, alles zu, kann man nirgendwo laden. Und deswegen wird mein Bekannter auch noch mal mindestens 5 Jahre warten, bis er sich ein Elektroauto kauft. Also wir sind die Einzigen hier. 250er Charger, Wörstadt ist schön. Hier gibt es jede Menge zu essen. Subway, Burger King, McDonald's, tralala, die üblichen Verdächtigen. Und für die Statistiker unter euch zeige ich euch noch mal die Trip-Anzeige. Wir haben insgesamt Frankreich gesamt 11, was? So wenig? Nee, 18 kW auf 100 Kilometer gebraucht und jetzt 17,4. Aber wir sind noch nicht zu Hause. Wir fahren noch ungefähr so 120 Kilometer, die aber nicht besonders jetzt, ja, wird eher langweilig. Deswegen würde ich auch jetzt das Video an der Stelle beenden. Ja, also von Frankfurt nach Gießen fahren oder Wörstadt. Wird nicht mehr viel passieren, wenn ich meine mal die Kamera an. Bleibt dran, nicht abschalten, liebe Freunde. Ja, wir müssen 10 Minuten laden, nee, eigentlich 15 Minuten übrigens, weil eine Person hier am Steuer wohl etwas schneller gefahren ist, als der Tester gedacht hat. Ansonsten nochmal abschließend, ich habe mir die Anzeige überhaupt nicht mehr angeguckt. Ich fahre einfach, mich interessiert auch nicht, wie viele Kilowattstunden der da verbraucht und gar nichts. Die Zeiten sind vorbei, Freunde. Ab jetzt wird noch gelebt am Steuer. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, euer Eleuchte. Kuss geht raus. Ich hab euch lieb.